Moin zusammen. Moin. Ja, hier kommt nun der zweite Teil unserer Wanderreise durch die sächsische Schweiz, unser Männerwochenende. Und dieser Film beginnt mit der Abfahrt und der ersten Trennung. Denn Olli hat nicht die richtige Fahrkarte, so der Schaffner gesagt hat, und wird uns gleich wieder in Dresden verlassen. Was allerdings ein Vorteil ist, da er dann uns noch ein paar Bilder von dort präsentieren kann. Ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem zweiten Teil und würde mich freuen, wenn ihr dann demnächst mal wieder reinschaut. Wir werden auf jeden Fall nochmal diese Gegend hier besuchen, denn es war klasse hier. Und ja, in dem Sinne, tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Guck mal wieder hin. Dresden Hauptbahnhof. So, du musst raus. Muss ich jetzt raus. Dann verabschiede ich mich mal. Ja, jetzt braucht man eine Actioncam, ne? Die man sich dann umschnallt. Ja. Oder noch eine dritte Hand vielleicht. Ja. Ja, so ist es, Burm. Treppenhaus. Horrende. Da gibt es auch in New York einen, ne? Ja.
So, und Olli dreht gerade die Birke Teil 27. Wie wächst sie auf dem höchsten Erhebung der Sächsischen Schweiz? Schönen Gruß an Toffer. Ja, aber so eine Berge mit dem Dorf im Hintergrund, dann der Ferne, das ja. Ist schon wieder ein, ich glaube, du hast was ganz anderes. Nicht nur eine ganz einfache zu einer Berge oder. Ja. Also trocken ist sie schon. Also man braucht sie nicht mehr trocknen, um als Gewürz zu verwenden. Man kann die gleich so nehmen. Erst quält man sich diese Stufen hoch und jetzt geht es wieder runter. Mann. Mein Lieblingsausrüstungsgegenstand heute ist mein Hundehandtuch von Trixi aus Mikrofaser. Ja, welches es heute gut gebrauchen kann. Mann. Gestern kühl und feucht und heute sonnig und warm. Aber morgen wird es richtig heiß und dann sind wir zum Glück wieder weg. Das heißt zum Glück, schade, aber wenn es heiß wird, 33 Grad für morgen angesagt. Ja. Hier ist nett. Hier überlebe ich jetzt heute Nacht. Bushcrafters Paradise. Wahnsinnig schön hier oben. Traumhaft. Richtig toll. Geht das mit den Stöckern gut oder besser ohne? Hat man eine Machete? Zu Hause ja. Hier ein schöner Ausblick.
hier geht's weiter. Okay. Nicht da unten? Nee. Ja, bei diesen Wegen ist Konzentration angesagt. Haben wir über eine Baumwurzel gestolpert und dann hat sich das erledigt für den Rest des Tages. Michael! Michael! Tja, Männer allein im Wald, mitten im Wald und keiner weiß, wo es weitergeht. Aber jetzt haben wir einen Eingeborenen gefunden und hat gesagt, da hinten, in die Richtung. Da geht's links. So, brauchst du Hilfe? Soll ich den was nehmen? Soll ich dich hochziehen? Oh, hier. Komm her. Bestens. Okay. Ein Liedchen einstimmen. Ne? Neun kleine Wanderer, die gingen durch den Wald. Auf einmal waren es sieben, denn zwei fielen in den Spalt. Ja, zwei haben wir verloren.
jetzt geht's wieder Trepp ab. Also, dass es hier keine Rolltreppen gibt. Ich wäre noch mal eine Idee. Das tut gut. Ein schöner Sandweg. Frische Waldluft. So, bis Schmilka noch eine Viertelstunde und dann hoffen wir, dass wir einen Platz im Eiscafé kriegen. Aber die Hälfte unserer Mannschaft ist schon da. Naja, sonst müssen die dann schon mal den Tisch freiräumen, bis wir dann kommen. Das haben wir uns verdient, aber ehrlich. Wir kommen. Alkoholfrei, Leute, alkoholfrei. Das ist mein Jahr. Wir haben den richtigen Weg gefunden.